Hallo, ich bin die Ulrike aus dem Rheinland und ich koche heute für euch ein Kohlrabi-Gratin mit Hähnchenbruststreifen. Dazu nehmen wir zuerst halb Milch und halb Brühe, Hühnerbrühe, und die geben wir in einen Topf und lassen sie aufkochen. Dann brauchen wir Kohlrabi natürlich. Es gibt ja einen Kohlrabi-Gratin. Die Kohlrabi schälen wir. Ich werde heute ein halbes Rezept zubereiten, denn ich weiß, es gibt immer weniger große Familien und manchmal für zwei Personen reicht auch die Hälfte des Rezeptes. Kohlrabi gibt es in unserer Region fast das ganze Jahr über, aber besonders gut schmeckt die Kohlrabi im Frühjahr, wenn es die ersten frischen gibt. Die Kohlrabi schneiden wir, wenn wir sie geschält haben, in Halbmonde. So, die Milchbrühe-Mischung, die kocht jetzt. Jetzt geben wir die in Halbmonde geschnittenen Kohlrabi dazu und lassen sie 10 bis 15 Minuten mit geschlossenem Deckel garen. In der Zwischenzeit können wir aber schon unser Hähnchen zubereiten. Mal schauen, damit die Kohlrabi nicht überkochen. So, das Hähnchen schneiden wir jetzt in Streifen oder in Scheiben. So, wenn wir das Hähnchen geschnitten haben, dann wird es mit Salz und Pfeffer gewürzt. Schauen, dass auch überall etwas rankommt. Und jetzt warten wir ab, bis unsere Kohlrabi gar sind und dann werden wir das Ganze mischen. So, unsere Kohlrabi sind nun fertig gegart. Wir geben sie auf ein Sieb, wobei wir die Brühe, in denen die Kohlrabi gegart worden sind, auch aufbewahren, weil wir daraus anschließend noch eine Mehlschwitze zubereiten. Dazu geben wir Butter in einen Topf, schmelzen diese, dann kommt Mehl zu der Butter, die wir dann anschwitzen. Das heißt, dass wir so leicht anrösten, aber nur ganz leicht, die sollte nicht braun werden. Und dann geben wir nach und nach wieder etwas von der Brühe dazu. Das muss natürlich ständig gerührt werden. Die muss dann nochmal gut aufkochen. Und dann wird die Soße noch mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt. Am schönsten ist, wenn man frische Muskat benutzt, weil die doch einen anderen Geschmack hat als die Muskatnuss, die schon vorher gerieben ist. So, jetzt füllen wir unseren Gartenkohlrabi in eine Auflaufform. Darüber geben wir unser Hähnchen. So, und darüber kommt dann unsere Mehlschwitze.
Und um das Ganze noch zu verfeinern, kommt obendrauf etwas geriebener Käse. Und Schinkenwürfel, die geben dem Ganzen noch einen etwas pikanteren Geschmack. So, nun muss das Ganze noch für circa eine halbe Stunde bei 200 Grad in den Backofen.